Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer hat sich offenbar das Leben genommen. Die Leiche des CDU-Politikers wurde gestern Abend an einer Bahnstrecke gefunden. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus. Schäfer war fast 10 Jahre lang von Finanzminister im Kabinett von Ministerpräsident Bouffier und galt als Kandidat von einem Suizid aus. Er war 54 Jahre alt. Die Ermittler gehen Bouffier reagierte erschüttert und vermutete als Hintergrund die Corona-Krise.